Guten Morgen zusammen. Es ist nicht morgen, es ist Mittag. Ich habe bisher noch nicht gevloggt, weil bisher noch nichts passiert ist. Wie ihr seht, ich bin gerade oben im Flur. Ich bin dabei, alles zum Streichen vorzubereiten. Hab hier schon die Türen abgeklebt, Lampen abgenommen, Lichtschalter abgenommen, Fenster abgeklebt. Muss jetzt noch einmal die Fußleisten abkleben und dann beginne ich hier mit dem Streichen. Ich hatte eigentlich vor, heute ein Auto zu kaufen. Hatte auch eins gefunden bei einem Händler, das mich echt interessiert hätte und habe da angerufen. Und die haben im Moment ihre roten Kennzeichen an einen befreundeten Händler verliehen. Das heißt, man kann im Moment keine Probefahrten machen. Und ich werde garantiert kein Auto kaufen, ohne eine Probefahrt zu machen. Das ist dann noch einfach zu viel Geld. Ja, ich werde mich jetzt hier mal ranhalten mit dem Streichen. Und wir sehen uns dann gleich. Kommt gut in den Tag. Ich habe jetzt alle Ecken und Kanten gestrichen. Und wie man sieht, dieses ganze Ding hier oben besteht nur aus Ecken und Kanten. Aber jetzt nur noch einmal die Flächen und dann bin ich mit dem ersten Anstrich durch. Da es aber schon langsam dunkel wird und anfängt zu dämmern, würde ich sagen, ich belasse es heute beim ersten Anstrich und werde dann morgen den zweiten machen. Genau wie unten beim Flur und dann war's das. Dann bin ich fertig mit Streichen. So, dann Leute, ich bin mit dem ersten Anstrich durch. Ich gehe mal ein bisschen hier ins Licht. Ich bin sehr zufrieden damit, wie es gelaufen ist. Es ist wirklich hier nicht einfach zu streichen, weil hier geht halt die Treppe runter. Und das heißt, ich muss mich hier übers Geländer beugen und dann da oben rumstreichen und so. Ich bin aber dafür trotzdem sehr zufrieden mit allem. Das wird jetzt trocknen und morgen mache ich den zweiten Anstrich. Ja, und jetzt werde ich mir aber erstmal ein Päuschen gönnen, weil das habe ich mir jetzt wirklich verdient. Es ist deutlich später am Abend und ich mache mich jetzt nochmal auf den Weg. Ich muss noch was zu trinken kaufen, because I'm auch all out of zu trinken. Ja, deswegen mache ich mich jetzt auf den Weg hier mit Jacke und so und fahre nochmal eben schnell nach Lidl. Lidl wird übrigens das neue Aldi. Also für alle, die sich wundern, ich bin ja sonst immer nach Aldi gegangen, jetzt gehe ich nach Lidl, weil es näher ist. Ich werde den Daily Vlog jetzt für heute beschließen. Der Vlog von gestern exportiert gerade, der wird dann gleich noch hochgeladen. Ja, das war mein Tag heute. Er war ein bisschen, was heißt ereignislos, ich war halt einfach beschäftigt. Morgen wird der Tag, ich denke ziemlich, doch, der wird genauso aussehen. Was ich gerade noch bekommen habe, ist ein Termin für eine Wohnungsbesichtigung am Sonntag. Tatsächlich eine junge Dame hat Interesse an meiner Wohnung. Ich hoffe, dass sie sie nimmt. Ja, das trifft sich ganz gut. Ich wollte am Wochenende eh in die Wohnung und wollte den restlichen Scheiß da rausholen und sauber machen und so. Und ja, dann passt das doch ganz gut, dass sie Sonntagmittag vorbeikommt. Das wäre es jetzt aber von meiner Seite. Falls ihr noch was habt, ja, ich weiß auch nicht, warum ich das so gesagt habe. Egal, Leute. Wir sehen uns einfach morgen früh wieder beim neuen Daily Vlog und ich würde sagen, ihr schlaft gut. Bis morgen.